Willkommen zurück zu City Skylines Let's Play. Im letzten Part haben wir eine Buslinie noch gemacht. Dann haben wir Häuser aufsteigen lassen oder auch aufbauen lassen. Dann haben wir uns ja auch mehr um die Fußwege gekümmert, damit die so ein bisschen auch zu Fuß überall so hinkommen, damit der Stau so ein bisschen weniger wird. Und in diesem Part wollte ich mit euch die U-Bahn bauen. Denn, das hatte ich ja schon im letzten Part gesagt, ich mag die U-Bahn, weil die auch immer so ein bisschen den Stau verhindert. Und ja, das wollte ich jetzt in diesem Part machen. Ich meine, viel müssen wir ja nicht bauen, weil unsere Stadt ist noch relativ klein. Ja, also wir haben noch nicht so viele Einwohner. Aber ich finde, das lohnt sich jetzt schon, denn Leute, die jetzt hier wohnen und hier hin wollen, dann ist es schon gar nicht so schlecht, wenn sie eine U-Bahn nehmen können. Und das machen wir jetzt. Wir haben ja auch jetzt schon so fast 100.000. Das ist schon ganz gut. Die U-Bahn. Ich habe eine Zeit lang habe ich immer die U-Bahn zwei Stück gebaut und dann immer so gegenüber. Aber ich habe festgestellt, dass das totaler Blödsinn ist. Das kostet nur mehr Geld. Denn, können natürlich von der anderen Straßenseite einfach rüberlaufen, ne? Also bei einer Kreuzung oder man macht einen unterirdischen Weg, dann spart man nämlich auch Geld. Ja, das wollte ich nur mal so gesagt haben, denn am Anfang war ich nicht so. Ich war so ein bisschen in Gedanken, so von wegen, ne? Jede Straßenseite so in eine Richtung fahren lassen und so. Ein bisschen habe ich da so falsch nachgedacht. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier eine hin. Oder hier und hier. Wir machen natürlich auch Lautstärke, ne? Aber U-Bahn ist schon notwendig, finde ich. Dann machen wir sie hier unten hin. Also hier ist ja eine Buslinie, also hier am besten. Oder hier. Machen wir sie hier hin. Dann sind da zwei Bushaltestellen in der Nähe. Dann hier eine hin. Wollte ich eigentlich eine breite Straße später hin machen, ne? Aber das können wir ja auch nachher wieder ändern. Hier auf jeden Fall auch eine. War doch irgendwo hatten wir doch hier auch eine Übergang gebaut. Oder war das hier oben? Das war hier oben. Okay, dann müssen wir hier gleich auch noch eine hinbauen. Ich würde mich dann hier eine. Obwohl die haben hier, ne? Die Straße, darüber können sie auch laufen. Ach, aber die ist ja gar nicht mit dieser hier verbunden. Idee nicht. Wir müssen ja da extra hier rumlaufen, das ist auch blöd. Dann machen wir hier noch irgendwie eine hin. So, und natürlich in Industriegebiete mache ich jetzt sogar zwei hin. Einmal hier. Und einmal hier. Dann will ich hier eine hin. Und hier unten auf jeden Fall noch eine. Okay, da geht uns jetzt das Geld aus. Machen wir einfach mal ein bisschen schneller. Oder weißt du was, wir nehmen dafür jetzt einen Kredit auf. Oder 60.000. Oder hier. Bin schon ganz durcheinander. So, hier wollte ich noch eine hinmachen. Ein bisschen hier so. Dann hier und hier irgendwie. Oder hier. Hier. Oh, hier an der Bushaltestelle. So, und da kommt auch noch eine hin. Wie bei unserem Naturschutzgebiet natürlich auch. Und immer die Möglichkeit haben, dorthin zu kommen. Okay, jetzt geht uns dann wieder das Geld aus. Hier auf jeden Fall auch noch irgendwie eine hin. Hier. Da haben wir es gleich so in der Nähe. Normalerweise würde ich jetzt hier und hier auch noch eine hin machen, aber da haben wir jetzt gerade kein Geld für. Deswegen lassen wir das, aber die haben ja auch noch den Bus, der hier durchfährt, ne, bei den beiden. Ich finde das jetzt schon so eigentlich ganz gut. Und jetzt verbinden wir sie. Ich hoffe, dass wir uns das noch gut leisten können. Kann man überlegen, gehe ich jetzt so? Das wird natürlich ziemlich teuer, ne? Wenn ich das so mache. Und dann so. So.
Also meines Wissens macht die U-Bahn jetzt nicht unbedingt Plus. Ne? Also diese Fahrzeugsachen machen ja jetzt, sollen nicht unbedingt Umsatz machen, sondern einfach nur den Leuten so ein bisschen den, die Möglichkeit zu geben, schneller von A nach B zu kommen. Und vor allem werden die dadurch ja auch ein bisschen glücklicher, wenn sie den Bus und sowas haben, ne? Man sieht ja immer die Smileys dann aufsteigen, wenn man da sowas hinbaut. Zum Beispiel bei Buslinien sieht man das ja immer. Ich glaube, bei U-Bahn ist das auch, aber auch wegen der Lautstärke ist das, glaube ich, auch so ein bisschen, ja. Also ich meine, ich würde jetzt nicht unbedingt gerne neben einer U-Bahn wohnen, das wäre mir dann doch irgendwie zu laut. Da müssen wir ja auch noch lang. Oder gehen wir jetzt hier runter? Hier, hier, hier. Ja, das wäre sinnvoller. Dann machen wir das so. Dann. Okay, das ist jetzt immer so. Mit Flüssen ist das immer so ein Problem. Da muss man das immer so lang machen. So. Glaube ich, viel zu spitz, oder? Oder man macht das einfach so. So, das geht dann hier rum. So. Geradeaus. Wir haben es fast geschafft. Fast fertig angeschlossen. So. Ist da unten noch? Das ist natürlich jetzt eine mega lange Strecke hier. Ich könnte natürlich auch so machen, ne? Nicht genügend Geld. Boah, aber 15.200. Das ist natürlich ein Sümmchen, ne? Ach, guck mal, hier haben wir noch gar keine hingemacht. Da wollte ich eigentlich auch eine hin. Aber gut, wir haben jetzt eh kein Geld. Aber ich bin schon mal froh, dass wir jetzt so die U-Bahn haben. Ja. Bringt natürlich auch ein bisschen Freude den Bürger, das habe ich ja schon gesagt. Und da steigen sie auch auf und geben dann mehr Geld. Das ist natürlich auch super. Wir haben es geschafft. Dann machen wir natürlich jetzt so. Nach der Reihe. Wir machen jetzt so eine kompletter großer Kreis. Ja, man kann natürlich auch kurze U-Bahn-Linien machen. Das habe ich auch schon gemacht. Aber ich mache immer eine ganz große. Wo die halt dann überall hinkommen durch. Ne? Der Nachteil ist natürlich, dass man sehr viele U-Bahn einstellen muss. Wenn die dann natürlich überlastet sind, sehr stark. Aber so haben sie halt auch die Möglichkeit, dass sie nicht umsteigen müssen. Dass sie dann länger sitzen bleiben können und dann einfach warten müssen, bis sie ankommen. Geschafft. Und da sieht man auch die ganzen Smileys, die freuen sich jetzt darüber. Und da hört man sie auch schon leise aufsteigen. Immer dieses Bing. Die freuen sich also schon darüber. Wollen wir mal gucken hier wegen der U-Bahn, wie das so eingestellt ist. Da fahren auch schon viele mit. U-Bahn Linie 1. Boah, guck mal, ey, das wird jetzt schon richtig ausgenutzt, ey. Das habe ich mir schon fast gedacht, denn die U-Bahn, die wird immer gern hier genommen. Ich bin ja nicht so der Typ, der so gerne mit U-Bahn, Zug und so fährt. Bin ich so erfreut, wenn ich mit dem Zug fahren muss oder so. Und wir haben wieder die nächste Stufe erreicht, die Stufe 4. In unserem Naturschutzgebiet. Also Leute, wir müssen, glaube ich, die Anzahl der Züge auf jeden Fall, also der, wie nennt man das? Züge, ne? Ja.
die Mautzüge oder der U-Bahn-Fahrzeuge erhöhen, denn es ist total überlastet, ne? Weil, guck mal, hier stehen zum Beispiel noch über 100 und das Fahrzeug war schon voll. Ich denke mal, wir können auf jeden Fall mehr Geld dafür investieren. Ach, okay. 15, machen wir mal 15. Und wie das dann aussieht. Das habe ich am Anfang nie so wirklich eingestellt. So vorher, da habe ich nicht so wirklich drauf geachtet. Und irgendwann durch Zufall habe ich da mal drauf geguckt. Ich so, oh stimmt, man muss das ja auch noch einstellen. Ups. Und dann waren bei mir schon oft so, weißt du, 800 Leute oder so, die da dran standen. Und ich habe mich gewundert. Hier stehen nicht ganz so viele an, wie man sieht. Ne? Also dann machen wir mal 12er. Kann sein, dass wir das vielleicht nach und nach wieder einstellen müssen anders. Jetzt gucken wir nochmal bei der ersten. Okay, auf jeden Fall viel besser, wie man sieht. Und die Leute fahren wirklich gerne damit, wie man sieht. Und sehr viel, ne? Also, was stand hier? Mal hier sind, boah, schon mal. Boah, schon bei 900, ey. Das hat sich ja richtig gelohnt. Sind die Straßen bestimmt total leer, ne? Boah, die sind wirklich leer. Da sind nicht mehr viele Fahrzeuge unterwegs. Guck mal, wie leer. Gut, der Bus, ne? Und dann hier diese Transporter sind halt noch unterwegs. Aber sonst, also normale Autos, scheinen viel weniger jetzt zu sein. Wir müssen mal gucken beim Bus, ob wir da auch noch was einstellen müssen. Hm. Da irgendwie Geld sparen können oder so. Ich glaube aber eher nicht. Also, obwohl, boah, bei hier sind viel zu viele eingestellt. Da können wir auf jeden Fall weniger machen. Das verursacht dann nämlich auch wieder weniger Stau. Guck mal, hier sind überall null und hier sind auch schon gar keine mehr drin. Da können wir auf jeden Fall einige weniger einstellen. 12. Was ist Linie 1 war das? Oder 2. Hier sind 16 und wie man sieht, sind es auch viel zu viele. Dann machen wir mal 6. Hier sind auch wieder viel zu viele. Das kommt jetzt, weil die U-Bahn haben, ne? Fahren jetzt alle lieber mit der U-Bahn. Was mit dem Bus? Bei 4, glaube ich, war mal, ne? Ja. Boah, hier sind auch viel zu viele unterwegs. So, so ein Stau. Kosten. Und hier sind jetzt 30, die da warten. Ich denke, so kann es bleiben. Wenn wir jetzt 30 Steine richten. Oh, ja. Deshalb bis in die 4, dann noch 5 und 6 müssen wir noch. Da können wir auch auf jeden Fall ein paar Filme einstellen. Auch mal 6. So. Und dann die letzte. Was war das denn? Dann machen wir auch 6. Bin ich jetzt gespannt. Auf jeden Fall jetzt viel weniger, ne? Busfahrer unterwegs. Das sieht jetzt auch viel besser aus. So von dem Verkehr, ne? Sieht das viel besser aus. Scheint sich jetzt viel besser aufgeteilt zu haben. Wir haben jetzt ein Gefängnis. Das könnte man theoretisch bauen, aber wohin? Ich hatte ja eigentlich vor, das irgendwie hier hinzubauen. Oh, ist das riesig, ey. Passt ja noch nicht mehr dahin. Da ist es einfach zu bergig, da sind Wohngebiete, da möchte ich das auch nicht hin haben. Müssen wir nachher mal gucken, ob wir hier vielleicht irgendwo, hier vielleicht oder so, oder hier. Wäre vielleicht ganz lustig, wenn das so hier kommt. Können die auf dem Fluss immer starren. Die Gefangenen. Neues Gebäude. Großer Bahnhof. Guck mal, der Industriegebiet, das ist.
Da ist die Nachfrage echt hoch. Astrologists report that a devastating meteor will strike the city in the near future. Residents Wohin? Should seek shelter immediately if any is available. Oh. Ach du meine Güte. A meteor strike has occurred. Hm. Avoid the impact site. Oh, ist das ein Loch, ey, Leute? Was ist das für ein Krater? Oh nein. Oh, ein riesen Waldbrand jetzt und eine Welle. Tsunami, ey. Oh, guckt euch, ach ja, hier. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht, ne? Das Wasser löscht das jetzt bestimmt wieder. Alter, guckt euch das mal an, ey. Hab ich auch Glück, dass das hier nicht in der, auf die Wohngebäude drauf geknallt ist, ey. Das ist, wenn man die Katastrophen anhat. Aber ohne wäre es ja auch langweilig, ne? Ich hab jetzt nur ein bisschen Panik, aber das Wasser scheint nicht so schlimm zu sein. Hier ist zwar so eine kleine Welle, aber ich glaube, das wird nichts ausmachen. Also wir werden später auf jeden Fall wahrscheinlich mit Tsunamis zu kämpfen haben. Denn wir haben hier, man sieht, sehr viel offene, wie nennt man das so, am besten, offene Strände ohne Berge, ne? Also da können richtig große Tsunamis reinkommen. Bin ich sehr gespannt. Aber Waldbrände sind auch extrem schlimm, ne? City Skylines, finde ich, die hat man auch sehr häufig. Das würde ich am liebsten sofort wieder beheben, Leute. Das sieht so doof aus. Wie sieht das denn aus? Das kostet natürlich jetzt Geld, oder? Ne, das kostet gar kein Geld. Ach, oder ist das jetzt wegen den Mod, ne, dass es vielleicht kein Geld kostet? Ein bisschen kleiner. So. Ich glaube, so ist es wieder repariert. War auf jeden Fall heftig, ey. Ich glaube, ich habe das auch auf niedrig gestellt, also dass das nicht allzu häufig kommt. Also, wo waren wir? Industriegebiet. Und wir haben zu wenig Wasser. Dann lass uns jetzt erstmal hier, dass wir hier mehr Wasser haben, erstmal darum kümmern. Ich finde, der Platz scheint jetzt so langsam hier auszugehen. Ja. Abwasser. Ob das da hier so gut riecht, wenn man hier wohnt, kann ich mir auch nicht vorstellen. Hm, steigt. Ah, jetzt. Okay, jetzt haben sie wieder genug Wasser, Strom. Da haben sie noch ein bisschen. Da haben wir schon wieder ein neues Gebäude freigeschaltet. Hier sind aber auch extrem viele Gebäude, ne, die man freischalten kann. Sehr, sehr viele. Taxis kann man auch. Post. Die Deutsche Post. Ich wollte jetzt erstmal das Industriegebiet erweitern. Denn da ist die Nachfrage ja so groß. Und dann machen wir gleich hin. Ganz groß. Ich meine, klar, das war. Ursache, man sieht hier vorne ja auch Stau. Deswegen werde ich das auch hiermit nochmal verbinden. Aber die Industrie, die plane ich jetzt noch nicht ganz so, weil ich das ja, wie gesagt, hier noch richtig cool machen möchte. Ne? Deswegen werde ich das jetzt erstmal so ein bisschen lieblos machen mit der Industrie. Und später, wenn wir dann halt so ein bisschen weiter sind, dann möchte ich das richtig schön machen, dass das auch so ein bisschen besser alles aussieht. Das ist jetzt halt alles nur einfach hingeklatscht, weil sie halt die Nachfrage haben, ne? Ich glaube, dann machen wir einfach auch wieder. Dann lassen wir das so dick. Mit der Straße, so eine Breite. Und dann. Nur hier so. So, und das machen wir alles Industrie jetzt. Und Wasser brauchen die, ne? Oh ne, haben wir schon. Das ist ja super.
Feuerwehr brauchen die bestimmt, ne? Ein großer. Gut, dann kriegen die jetzt einen großen und dann machen wir die kleine da weg. Weil die vielleicht woanders gebrauchen können. Hier. Weil ja hier jetzt mehr Häuser sind, also mehr Industrie. Ist da, glaube ich, ein großer besser, wenn er eine große ist, ne? Oh, guck mal, der Nachfrage von Industrie ist auf jeden Fall jetzt echt extrem gestiegen, ne? Ich glaube, von dem werde ich nur eine benutzen später und eine wegmachen. Ich würde auch hier gerne so eine Autobahn drüber machen, so. Das wird bestimmt auch cool aussehen. So, hier. Die Gewerbegebiete ist auch so wieder der Nachfrage hochgegangen. Hier, da könnten wir auch noch welche machen, so. Ich bin auch so ein bisschen unentschlossen, wie ich das jetzt hier genauso mache. Also hier würde ich zum Beispiel auch gerne eine Doppelstraße hin machen. Dazwischen kommt dann der Bahnhof und die Schienen hin. Ich möchte natürlich auch viel mit Brücken arbeiten. Wir müssen auf jeden Fall auch zwei hin. Hier kommt irgendwo so ein Busdepot hin. Möchte ich hier irgendwo hin haben. Irgendwo hier so. Da kommt hier auch so ein ganz großer Flughafen hin. Autobahn müssen wir hier auch noch haben, ne? So eine Autobahnanbindung. Und natürlich hier. Also hier müssen auf jeden Fall mehrere Autobahnanbindungen sein. Damit die LKW auch nicht alle hier durch das Wohngebiet durchfahren. Was ich hier noch ändern möchte, ist auf jeden Fall, dass da jetzt auch dicht besiedeltes hinkommt. Weil das immer so die Hauptstraßen sind. Ich meine, solche werden wir ja natürlich auch noch verteilen. Aber das hier soll jetzt so richtig dicht hier werden alles. Oh, Strom. Warum liegen kein Strom? Ist ja etwas kaputt. Nee, ich glaube, wir haben einfach nicht genug. Das zahlen wir mal zurück. Das mal hoch. Ich möchte mich halt nicht so festlegen, ne, dass man also so ein bisschen verteilt, so wie das hier. Hier lasse ich das so, weil ich das ganz schön finde mit diesen Bergen hier und Felsen, dass hier so kleine Häuser stehen, ne? Palmen und so. Und hier soll halt wirklich auch hoher, also dicht besiedelt das Wohngebiet und Gewerbegebiete hin, hier. Ich glaube, da würde ich auch klein lassen, hier. Kleine Gewerbegebiete, weil ich das ganz cool finde. Den kleinen Geschäften. Mal schauen, wie das nachher aussieht. Bin ich echt gespannt. So, am Strand mache ich zum Beispiel auch immer lieber so solche, wie nennt das sich denn hier, gering besiedeltes Wohngebiet mache ich auch gerne am Strand und so, gering besiedeltes oder an Seen so, weil ich finde, da passen nicht so Hochhäuser hin, so, also so Wolkenkratzer, finde ich, die passen nicht so zum am Wasser, sieht immer komisch aus, finde ich. Ich meine, jeder kann das ja so bauen, ne, wie er will. Schreibt das ja jetzt nicht vor, aber ich finde, das sieht halt komisch aus. Man könnte das ja hier jetzt eigentlich auch ändern, ne? So machen wir das so. Ach, da brauchen wir gar keine Anbindung. Hier ist schon so viel aufgebaut worden, dass. Also so viel haben wir hier hingepflastert schon hier an den Zelte und sowas, dass wir da keine Verbindung mehr brauchen. Das ist praktisch. Das sieht schon echt cool aus, ne? So,
Da wir jetzt so viel Geld haben, würde ich sagen, machen wir ein paar Parks. Dass wir die so ein bisschen verteilen. Denn ist alles mega rot. Und sollen natürlich auch so glücklich werden, wie möglich. Machen wir hier einen hin. So ein größerer könnten wir ja vielleicht hier so hin machen. So an der Hauptstraße möchte ich das eigentlich nicht so gerne. Da mache ich lieber mal Wolkenkratzer hin. Wenn man hier durchfährt und dann hier drumherum nur Wolkenkratzer sind, das sieht immer so cool aus. Hatten wir das schon? Egal, man baut ja wieso meistens immer doppelt. Hier kann dann noch einer in einen Park. Ich glaube, den hatten wir vorhin schon, ne? Aber der sieht auch schön aus. Ich muss mir mal mehr Parks runterladen, ne? Also aus dem Steam Workshop muss ich mal ein bisschen so gucken gehen. Ich habe war schon ewig da nicht mehr drin. Denn bestimmt richtig schön die Parks jetzt wieder so drin, die man sich da runterladen kann. Weil die Auswahl ist ja ein bisschen öde. Ne? Komm, dann machen wir hier auch noch einen hin. So. Hier muss auf jeden Fall auch noch was hin. Da rein. Hüpfburg passt, glaube ich, hier ganz gut hin, ne? So. Wenn wir so einen kleinen Park irgendwie hier hin. Da muss man aufpassen, sonst hat man nachher die Wege da weg. Und da geht's nicht hin. Ach komm, dann machen wir einfach das Gebäude weg. So. Ich glaube, jetzt sieht es schon viel besser aus, ne? Es ist so ein Zoo und so ein Freizeitpark möchte ich später auch noch bauen, auf jeden Fall. Ich kann mir echt gut vorstellen, dass wir vielleicht ein Zoo hier hinbauen, so. Ja? Oder hier so. Natürlich ist da das Industriegebiet hier weg, ne? Sonst sieht das ein bisschen komisch aus. Ist das dann zu wenig Dienstleistungen? Bus. Ach, Bus fährt hier gar nicht durch, oder? Nee, gar nicht. Okay, dann machen wir hier noch eine Buslinie hin. Man soll natürlich auch die Möglichkeit haben, auch mit dem Bus dorthin zu kommen. So, und dann noch einen hier. So, dann hier lang. Dann hier. Dann hier. Wieder hier. Und ja. Das ist natürlich jetzt noch so ein bisschen chaotisch mit den Buslinien. Aber es liegt einfach daran, dass wir ja noch keinen Busbahnhof haben. Und den finde ich immer sehr wichtig. Ich baue davon auch immer mehrere. Also meistens immer so zwei Stück. Manchmal auch drei schon. Na, weil die dann immer sehr gut umsteigen können. Das ist schon ziemlich wichtig. Könnten wir vielleicht im nächsten Part machen, dass wir uns da schon dran bedienen. Wobei ich, ganz ehrlich, also ich will es eigentlich erst bauen, wenn wir hier schon größtenteils was gebaut haben. Ne? Weil das ist so mein größtes Ziel jetzt, hier so das Industriegebiet zu bauen. Vor allem auch so Autobahnen und sowas. Und so ein Busdepot macht ja eher mehr Sinn, wenn wir schon richtig viel, ne, Buslinien haben. Ich meine, gut, wir haben ja jetzt schon recht viele. Aber Buslinie mit U-Bahn und Zug zu kombinieren, ist immer sehr cool. Dann haben die immer mehr Möglichkeiten. Dann bringt das auch mehr. Und ich würde auch sagen, dann lohnt sich das auch wirklich im Busdepot. Ich meine, man könnte jetzt schon einen bauen und dann einfach da immer alles hinschicken. Und dann im Nachhinein halt wieder umbauen. Das könnten wir natürlich auch machen. Müssen wir mal gucken, was wir in den nächsten Part machen. Ich sehe gerade hier, ist ein übelster Verkehr. Totaler Stau gerade. Was wohl hier an den Buslinien liegt, ne? Da gibt es ein bisschen verschieden.
Weil hier so ein bisschen die Kreuzung. Und dann machen wir auch die Ampeln weg. Das finde ich zum Beispiel sehr praktisch. Die Ampeln, dass man die damit wegmachen kann. Ich glaube, das ist auch nur ein Mod, glaube ich, ist das. Ich glaube, ein Spiel gibt es das nicht. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich meine, das ist ein Mod. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Wie ihr seht, ist hier ganz stark befahren, ne? Wundert mich nicht, denn die kommen natürlich von hier und fahren dann durch das Wohngebiet. Ne? Leute, die halt nicht so rumfahren wollen, fahren dann gerne durch hier. Das ist nämlich immer der Nachteil, wenn man dann solche Sachen macht. Aber dann müssen sie halt durch. Und dann ist natürlich so, bei sowas ist natürlich die U-Bahn dann spitze, denn der Verkehr wird dann dadurch weniger. Hätten wir jetzt die U-Bahn nicht, wäre es wahrscheinlich viel, viel schlimmer jetzt. Ja. So, der Part ist leider schon wieder vorbei. Ich meine, wir haben ja relativ viel geschafft. Oh, wir haben schon wieder zu wenig Strom. Stromen wir noch eben hoch. Und ein ganzes Stück hoch. Oh, da fehlt da irgendwie was? Nee. Schon zu wenig Strom wieder. Und da müssen wir wohl irgendwas bauen, oder? Machen wir mal eben auf die Schnelle hier so ein Ölkraftwerk. So. Okay, das war's von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. In City Skylines. Tschüss. Schönen Tag noch.